Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Craft the World. Ja, meine Zwerge stehen da und denen ist offensichtlich langweilig. Darum machen wir mal zweifache Geschwindigkeit, dann ist ihnen... Achso, das muss ich hier oben machen. Gott, ich bin verwirrt. Dann ist ihnen nicht mehr langweilig. So, wir bauen aus, wir bauen um und das machen wir drumherum. Haha, Reim. Ja, warum auch immer. Gut, ja komm, wir reißen das ein hier. Viel haben wir ja nicht mehr zu tun. Leider. Ja. Wir sind schon relativ weit. Aber, naja, schauen wir mal, wie lange das Ganze noch gehen wird. Wir wollen natürlich alles abernten, klarerweise. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Und, ja, dann schauen wir mal. Da muss ich mir ein neues Season-Projekt überlegen. Hat irgendwer einen Vorschlag? Ja. Weil ich weiß, ehrlich gesagt, nicht genau... Was ich als nächstes machen soll. Vielleicht mal wieder irgendwas Altes. Ich glaube, von Stranded Deep gibt es ein Update oder irgendwie so. Ja, muss ich gucken. So, aber jetzt müssen wir eh erst noch hier die ganzen Geschichten fertig machen. Und ja, die Frage ist jetzt... Boah, da ist richtig viel Spinnenzeug. Okay. So, es kommt raus. Es laggt echt ein bisschen heute. Keine Ahnung warum, aber es laggt. Na gut. So. Oh, ein Buch. Buch des Holzfällers, das ist schön. Komm, ich werde hier die Bäume kurz wegkacken. Einmal ein Portal her. Und dann einmal hier ein paar Wimps, die mir da einsammeln helfen. So. Alter, warum laggt das so? Was ist hier los? Lag. Okay. Gut, die Bahnstrecke haben wir. Wie sieht es eigentlich aus? Ich muss ein paar Türme wieder machen. Türme sind dann wohl da irgendwo, oder? Ja, genau. So. Einen Turm. Ein paar Bögen. Wo sind die Bögen? Da. So, gut. Okay. So, fraglich ist jetzt natürlich nur... Mithril bekommen wir ja nicht, oder? Wir haben einen Mithril-Klumpen, das ist gar nicht viel. Vielleicht versuche ich doch da unten auszugraben. Ist das ein umgekehrtes Minecart? Das sieht ja komisch aus. Sieht echt komisch aus. So, und da ist übrigens ein Drache. Das ist ja nicht so schön. Machen töten. So. Ich versuche jetzt wirklich, da unten vielleicht auch noch fertig abzuernten. Ja. Weil dann... Weil da kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen was raus. Schauen wir mal. So. Oh nein, da ist alles rot da hinten. Da können wir eigentlich da genauso. Ich meine, geht das eigentlich? Geht das Ding? Muss ich mal kurz gucken. Geht der Lift? Okay, der würde sogar ganz nach unten gehen. Vielleicht machen wir da eine kleine Plattform da unten. Einfach nur, damit wir... Ja, damit wir da, falls wir runterfallen, auch wieder hochkommen. Nicht draufstellen, Zwerge. Das ist etwas zu gefährlich, ja. Weil das ist Lava da unten. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, kann ich das jetzt... Ja, komm. Das Drachenei nehmen wir mit. Ich weiß zwar gar nicht mehr genau, wofür das da ist. Oh nein, Feuer. Oh, was? Hallo, das ist Erde. Okay. Gut, das ist seltsam. Ich muss offensichtlich hier... Gut. Ich muss offensichtlich hier Steine bauen. Weil Erde Feuer fängt. Das ist ja sehr toll. Oh toll, jetzt ist das ganze Schwefel darunter gefallen. Das wollte ich natürlich so nicht, aber naja, hilft nichts. So. Ich werde irgendwo angegriffen. Oh, guck mal, was macht denn der da? Ah, und da ist noch eine Tür. Ach, das ist ja, das ist ja... Na komm, hacken wir mal alles raus da. Das ist ja interessant. Wo habe ich jetzt meine ganzen Gerüste stehen lassen? Boah, ich bin leicht verwirrt. Da sind meine Gerüste. Wo sind meine Gerüste? Da sind meine Gerüste. Oh, habe ich da so viel Gerüste stehen lassen? Eieiei. Achso, das war mal okay. Das war hier. Ich weiß schon wieder, ja. Alles klar. Ist mir schon wieder alles klar. So. Ich weiß, da komme ich nicht hoch. Muss ich so machen. So. Ja, zuerst nehme ich die Gerüste weg, dann setze ich sie wieder hin. Das ist magische Spielen bei The Cloud 23. Super, ne? So. Ich wollte aber die Tür. Genau. So,
Wir haben hier, ein F auch? Nee, wir haben natürlich kein F. Muss ich das Ding aus dem Inventar nehmen. Was haben wir jetzt eigentlich? Die Rune haben wir. So, einmal hier kurz ran. Dann haben wir eine die Rune. Einmal hier kurz ran. Und dann haben wir da oben diese Schwobelrune. Ja, Schwobelrune. Die heißt so. Schwobelrune. Da kommt, machen wir da nochmal ein Portal, damit das ein bisschen schneller geht. Di-di-di-di. So, gut, einmal. Und eigentlich wollte ich ja auch, ein bisschen Munition machen für hier Brandmunition oder Stahlmunition. So, machen wir da mal 100 Stück von dem, dann machen wir 100 Stück von dem. Und wir machen 100 Stück, nee, komm, machen wir ja 100 Stück von dem. Ich habe wahrscheinlich, mir fehlen wahrscheinlich die Federn, oder? Was fehlt denn? Federn? Vermutlich, oder? Was sind denn Federn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Da sind Federn. Okay, gut. Na, was ist jetzt hier? Weiß man nicht so genau. Okay. Düt. Oh, Moment. So. Was, schon wieder Feuer? Du willst mich da verarschen. Wieso brennt da... Kannst mir doch... Hä? Muss ich da jetzt echt Stahl nehmen? Schau mal, ob Stahl das aushält da unten. Das gibt's ja nicht, oder? Blaue Stahlwand. Kann nicht sein, dass das Flammen hier verbrennen. Das ist ja unrealistisch. So. Okay. Ich muss ganz kurz... Wohin? Gleich wieder da, Leute. Ja, und schon bin ich wieder zurück. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heieiei. Wo sind wir denn überhaupt zu Hause? Moment, wir haben hier... Ach stimmt, ich habe wahrscheinlich jetzt die Tür. Ein Stahlhelm, oder? Wo war denn jetzt diese Tür? Verdammt. Da war diese Tür. Okay, die haben sie aufgemacht. Das ist schön. Dann können wir die jetzt bitte Konstruktion entfernen, weil ich muss den Gang hier sauber machen. Ja. Das geht ja gar nicht, wenn der Gang hier so unsauber ist. So, und ich wollte eigentlich gucken, Federn. Habe ich noch eine Feder? Ja, genau, toll. Ich muss also jetzt ein paar Tiere töten, wie es aussieht. Oh, guck mal, da ist ein Klumpen Erde fehlt ja. So, ich töte das Schaf und das Schweinchen und das Schweinchen. Und wie sieht es eigentlich mit Nahrung aus? Boah, das vergesse ich immer. Ja, sieht halbwegs gut aus. Komm, wir packen Bier hin. Wir haben keinen Tee mehr, das ist nicht so schön. Brötchen... Steak. Das war dafür, haben wir jetzt Spiegelei. Ja, komm, pack mal Spiegelei hin. So, das passt. Ach, und hier ein Drachenei. Was kann ich eigentlich aus dem Drachenei machen? Eine seltene alchemistische Zutat, die man nur schwer erhält. Ja. Was kann ich da, diesen Trank der Wiederbelebung kann ich da machen? Oder was war das nochmal? Elixier der Auslöschung, Elixier der Wandlung, Eispfeil, Feuerpfeil. Mana-Elixier, Trank der Wiederbelebung. Genau, Trank der Wiederbelebung kann ich da machen. Belebt deinen toten Zwerg wieder. Wende es auf den Inventarbildschirm auf den Geist an. Okay, ja gut, dann ja, machen wir mal 5 davon, weil es egal ist. Nur dann, damit wir es mal haben. So, das Zeug müssen wir ein bisschen machen. Eispfeil, wir haben kein... Ach Gott, wir haben keine Flaschen mehr. Nein, wir haben keine Flaschen mehr. An was mangelt es wahrscheinlich? An Kohle, oder? Ja, ne, oder was? Glas, na egal. Komm, Kohle. Machen wir auch ein paar. Das passt so. Und wir kochen. Wir kochen Kröten-Eintopf. Warum auch immer. Die mag doch eigentlich eh keiner. Komm, Tee ein bisschen. Tee kann ich nicht, weil ich keine Wurzeln habe. Na toll. Gebratene Ente. So, machen wir alle. Genau, sehr schön. Und ein paar von diesen Brötchen. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen Reis anpflanzen, oder? Ich weiß, ihr habt mir gesagt, den könnte ich unterirdisch auch machen, aber mir gefällt der oberirdisch eigentlich ganz gut. Wohl andererseits, wenn ich einmal unterirdisch da... Ja, dann müsste ich aber eine Ebene hier ausbauen. Auf komplett... Nee, komm, das muss jetzt auch nicht sein. Oh, hier schön wird alles gebastelt. Wunderbar, das gefällt mir gut so. So, aber... Ja, genau. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir da weiterkommen, ne? So, und ist jetzt der Stahl, scheint jetzt hier zu halten, oder? Oder nicht? Wie sieht's eigentlich, Moment, wie,
Ist das im Vordergrund? Ist schon im Vordergrund gebaut, oder? Ja. Ach, das ist ja nett. Was? Alter, hat der Drache jetzt diese Stahlplatte einfach kaputt? Ich glaub's nicht. Tötet den Drachen! So, komm. Du schaffst das. Wie sieht's eigentlich jetzt mit der Ausrüstung aus? Wir haben da einen, okay. Ja, weiß ich, ich kriege ja kein Mithril mehr, das ist das Problem. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Komm, jetzt helft ihm doch. Machen wir da ein Portal hin. Achso, die laufen jetzt, ach hey, die laufen jetzt alle, man sieht's da auf der Karte, die laufen jetzt alle da hinten rum. Ja, gut, ich sage jetzt mal nichts dazu. So, gut, ja, die eine Stahlplatte ist da leider reingefallen. Hilft jetzt auch nichts. Ich glaube, ich sollte ein bisschen koordinierter hier arbeiten. Komm, wir machen lieber die drei Gänge da noch fertig. Ja, besser ist es, oder? So. Gut, jetzt werden sie zwar eh alle nicht rauskommen, weil die kämpfen alle gerade gegen den großen, bösen Drachen. So, zack, zack. Erde bauen, Erde bauen. Erde, 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 Erde. So. Da auch. Oh toll, jetzt sind sie eingeschlossen. Na, super. Bitte graben. So, dann da. Und in Wirklichkeit wird es ja da auch weitergehen. So. Ich werde irgendwo angegriffen, ist aber okay. Das ist okay, der ein bisschen angegriffen werden ist okay. So. Da, 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 da. So. Ist aber echt schade, dass ich hier halt wirklich irgendwie Mithril-mäßig, ich weiß nicht, das wird echt ein bisschen schwierig, glaube ich, dass ich da noch irgendwas bauen kann. Ist echt wenig Mithril da. Schade, so. Und das hat er natürlich wieder irgendwie vergeigt, ja. Irgendwo werde ich nach wie vor immer noch angegriffen. Aber ist mir egal jetzt vorerst, ja. Das hilft jetzt momentan nichts. So. Genau, jetzt könnt ihr das da unten setzen. Da bin ich sehr froh drüber. Da haben wir etwas Kohle. Oh, ein Buch. Kletterbuch. Okay, super. Da ist noch mehr Kohle. Ah, und das Portal hier ist leer. Dann machen wir da ein Doppelportal ran. Ein neues, ne? Ah, das da oben ist auch leer. Okay, kommt da auch ein neues Doppelportal. Ja, und Doppelportal ist keine offizielle Bezeichnung des Spiels, sondern das ist meine Bezeichnung für ein Portal, das ich mit zwei Klicks erstelle, das doch somit zweimal so lang hält. Ja, wow. Richtig toll. So. Hier, Schwefel kommt auch raus. So, dann da müssen wir ein bisschen mehr reinpacken. Oh. Toll, da ist noch mehr Schwefel. Da müssen wir auf jeden Fall den Hintergrund setzen. Eieiei. Es könnte schwierig werden hier. Dann hatte ich nicht da unten eigentlich auch. Ja, egal. Jetzt schauen wir einfach, dass wir das hier richtig schön weglatzen. Und dann haben wir eigentlich nur mehr noch da unten diesen großen schwarzen Streifen am Horizont. So. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und dann da noch ein bisschen ran. Oh, ach, ich sehe gerade, das Portal fehlt. Ich sehe gerade, ich habe kein Mana mehr. Das ist ja ganz toll. Nö. Nö. So. Und ich habe ganz viel so lustige Utensilien. Zombie Ring +2.
Lebensring kommt, der würde ganz gerne, was hat denn der? Also für die Schussdinge haben wir nichts, oder? Lebensring und Zombie-Ring plus 1 kommt, der bekommt zwei so Sachen. Ja, und komm, du bekommst einen Lebensring, ist okay. So, dann haben wir die auch vergeben. Die ganzen Sachen. Passt. Auch wenn ich nicht so genau geguckt habe, was das jetzt bedeutet und wozu die Dinger da sind. Ist ja doch trotzdem okay. So. Gut. So, okay, jetzt ist das hier auch schön. Schön ausgebaut, wie es aussieht. Passt mir gut so. Wunderbar. So, zack, 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 zack. Nein, das nicht. Da, zack, zack, zack. Und da auch noch ein bisschen. Fackel die, Fackel da. So, wie wäre es, wenn ihr hier jetzt dann fertig durchbauen würdet? So, und eigentlich da unten können wir genauso. Oh. Wir brauchen da ein Doppelportal und da auch noch ein Doppelportal. Ach, und da unten, da fehlen die Fackeln überhaupt ganz. Okay, das ist ja auch schön. Diese actiongeladene Musik schon wieder. So, komm, ein Einzelportal setzen wir da unten hin. So. Hier sind die wieder vom Sand begraben worden. Ah, ja, das ist natürlich schon bitter. Aber dieses ganze Unkrautzeug hier ist auch bitter. So. Und da oben ist, da fehlt auch ein Klumpen. So. Gut. Dann geht's da weiter, okay. Ja, schön langsam kommen wir hier auch weiter. Das ist schön so. Moment, da die Gerüste nehmen wir mit, weil die brauche ich dann später wieder. So, okay, Moment, da ein Doppelportal. So, dann ist das aus, das Portal. Dann graben wir uns da schön durch. Boah, es gibt echt viel Schwefel hier in diesen Landen, ja. Gut, und da hätten wir eigentlich gesagt, dass wir diese Steine rausgraben, aber ich glaube, darauf verzichte ich jetzt hier mal. Das ist nicht so tragisch. Ach, da oben fehlt ein Portal. Da fehlt auch ein Portal. Oh, was? Ach, ey, ich hab schon wieder nicht mehr genug Mana. Moment. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Gold. Ein bisschen zumindest. So. Da sind sie. Nur das Problem, dass die halt auch irgendjemand jetzt tragen muss, weil ich habe keine Wimps, die mir tragen helfen. Ist ein bisschen doof. So. Ach, und Fackeln habe ich auch schon bald wieder keine mehr. Das ist ja ganz toll. Alles geht mir aus. Aber gut. Und der nächste Angriff kommt auch bald, sehe ich gerade. So. Da müssen wir dann hier Erde drüber bauen. Über den Sand. So. So. Wie jetzt? Warum wisst ihr jetzt nicht, was ihr tun sollt? Komm, geht doch da nach oben, oder? Zwerge. Da auch rein. Da auch rein, überall. Komm, Zwerge, es wäre nicht so schwierig, einfach hier ein Loch durchzugraben. Das müssen wir noch schaffen, bevor der Angriff kommt. Ja, das wird zwar lustig. Ja. Also, ich habe immer noch nicht genügend Mana. Hat jetzt schon irgendjemand die. Oh, hat es wirklich schon sogar jemand geholt. Also, ein paar davon zumindest. So, passt. Ja, toll, das war so klar, dass da Schwefel wieder rauskommt. So, machen wir da und machen wir da.
Toll, da haut es einem runter. So, zack, zack und zack. Zack, zack, zack. Und Spinnenbeben müssen weg hier. Komm, Zwerge, wir haben noch viel zu tun und wir haben nur noch 3 Ingame-Minuten, bevor der nächste Angriff kommt. Ja, aber wir müssen das schaffen. Ich will das schaffen, ansonsten können wir nicht am Angriff mitspielen und dann sterben wir alle. Zwerge, wollt ihr das, dass ihr schuld seid, wenn alle sterben? Hm, Zwerge, das ist doch nicht euer... Na toll, ihr seid so klug. Das ist doch nicht eure Intention, oder? So, ich brauche ein paar Fackeln. Oh, ich habe 6 Mithril-Bahnen sogar, sehe ich gerade. Fackeln waren dann hier, oder? Ja. Ja, zumindest kann ich da... Ach Gott, komm, mach mal alle. So, zack und zack. Ich habe auch keine Ahnung, warum das die jetzt alle außen rumlaufen. Obwohl da ja die Portale wären, aber naja, was willst du machen? Sind halt Zwerge, ne? Die machen lieber Blödsinn. Wie hier zum Beispiel 2 Steinchen wegschlagen und Gutes. Leute, hier sind Portale. Ich weiß nicht, was ihr macht, ja, aber irgendwie, ihr sollt doch nur hier... Ach Gott, ernsthaft. Gut, wir schaffen es offensichtlich nicht vorher. Na gut, dann kommen mal kurz alle schlafen gehen. Also alle schlafen gehen. So. Oh, da ist Silber, das ist ja schön. Huch, das müssen wir natürlich rausreißen. So, komm, dann müssen wir aber da auch noch diesen Turm... Ach, und guck mal da oben, da ist ja auch noch so ein... Wieder mal so ein Zwergending gespawnt. Das ist ja gar nicht gut. So, Reis nachsetzen. Oh nein, das erste Monsterportal ist entstanden und ich bin nicht am Haus. Das ist gar nicht gut. Komm, ich gebe euch noch Bier zu trinken. Vor dem Kampf immer Bier trinken, das schadet nicht. So, gut. Hier ein bisschen töten. Wäre schön, wenn wir vielleicht diesmal wieder den Kampf wieder mit Erfahrungspunkte schaffen würden. Ich meine, Erfahrungspunkte sind mir zwar relativ egal, weil ich glaube kaum, dass ich noch ein Level schaffe. Ja. Aber naja. Also Moment, jetzt muss ich nur kurz schauen. Dürfen die eh... Die dürfen das Zeug ja eh verwenden, oder? Ich kann hier... Ach, guck mal, ich kann hier... Okay, die Brandmunition... Komm, ich lasse die jetzt auf die bessere Munition verwenden. Genauso wie ich dem Bogenschützen jetzt die Silberpfeile verwenden lasse. Damit wir das Zeug nicht umsonst haben, ne? Witzig, beim Gewehr kann ich es wieder aussuchen, aber bei den Magiern kann ich es leider nicht aussuchen. Die nehmen immer alles her. Ja, gut. Weil die sind ja magisch. Die können sich ja selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. So, Schaden 30 plus 50... So, wo haben wir denn noch? Ich meine, ich könnte zumindest mit dem bisschen Mithril, was ich noch habe. Achso, nee, das ist ein Bogenschütz. Hier. Könnte ich zumindest schauen, dass ich ein paar Schwerter noch mir suche, oder? So, das ist... Ich guck nochmal durch. Das ist. Okay, passt. Wenn zumindest alle Mithril-Schwerter haben, das wäre schon schön. Aber wie viel kommt denn da noch raus? Gut, da kommt, glaube ich, nicht mehr so viel raus. Dann rüber zur anderen Seite. Das sieht ein bisschen wilder aus hier, wie man sieht. Ja, definitiv. Sieht das ein bisschen wilder aus hier. Gut, aber die Tesla-Türme tun helfen auf jeden Fall mit. Nein, er hat ein Loch reingeschlagen. Das ist interessant, ja. Das ist jetzt wirklich sehr komisch verteilt. Weil da auf der anderen Seite jetzt wirklich so viel, was ist eigentlich das? Ach, ein Fallschirm, genau. Weil da auf der anderen Seite jetzt so viel rausgekommen sind aus dem, ja, aus dem Portal. Naja, gut, komm. So. Und da nochmal. Nutzen wir auch. So, das nutzen wir auch, damit sich die wieder ins Getümmel trauen. So, das nutzen wir auch. Und hier. Da nehmen wir gleich 2. Wäre bei den anderen wahrscheinlich eh auch nicht schlecht, aber ich will ja sparen, ja. So, da jetzt einen so einen Verzauberungszauber drauf und alle sind tot. Ah, genau, das wollte ich. Super, okay. So, wo sind jetzt noch welche?
Das müsste eigentlich jetzt gewesen sein, oder? Hallo, wo sind noch Zombies? Es ist kein Portal mehr da. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir gut so. Wobei da die Verluste schon relativ hoch waren. Muss man leider schon sagen. Kann ich eigentlich diese Schienen wieder zerlegen? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Die Kisten, die kann ich zulegen. Ich könnte das Zeug natürlich auch noch zum Bauen verwenden. Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Genau, ich brauche Abwehrtürme. Wollte ich bauen. Die sind schon da. Ich verwechsel das immer wieder. Ich vergesse das immer wieder. So, da sind die. Genau, dann machen wir hier mal 5 von denen. Eigentlich bräuchte ich mehr. Komm, machen wir noch mehr Bögen. So, wie sieht es jetzt aus mit Schwertern? Also alle, die jetzt hier noch Schwertkampf machen, habe ich da irgendwo 1, 2, Moment, ist das Ding? Yagatan 40 und das Ding hat 40. Okay, 1, 2, ja komm, 2 Schwerter müsste ich noch schaffen. 2 mittleren Schwerter, das wäre ja wohl noch zu schaffen, oder? 1, ja komm, schauen wir eben, dass wir hier, ja, hilft nichts. Da muss ich wohl oder übel ein paar von denen machen. Komm, ich habe Gold und Silber, habe ich eigentlich jetzt relativ viel. Und wie viel Eisen habe ich auch ein bisschen was? Da könnte ich wieder ein paar so Fangeisen machen. Fangeisen machen. So, passt. Jetzt habe ich haufenweise Eisen weggeschmissen. Alter, warum liegt da so viel Reis rum eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? Ah, ja, und da oben muss ich die Wand wieder reinbauen. Haben die mir einfach die Wand eingerissen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Leute, was soll denn das? Aber ich hatte doch letztens auch so viel Mithril-Abwehrtürme. Also ich glaube echt, dass es hier weit weniger Mithril gibt. So. Wo war jetzt hier diese eine Baustelle noch? Genau da. Das müssen wir jetzt noch fertig machen. Leider. Das sollte mit 2 Portalen hoffentlich schaffbar sein. Ach komm, das ist ja wohl zum Reinsetzen hier. So. Bitte die Spinnenweben wegpacken. Ja, toll, die plumpsen da einfach runter. Ja, super, was. Und der steht oben. Das ist immer so intelligent, wenn die auf dem Block oben stehen, den sie gerade abbauen. Ja. Dann jammern sie, wenn sie in die Lava fallen, verstehst du? Komm, reiß diese Spinnenwebe weg. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So. Gut, einmal, zweimal, dreimal. Gut, dann ist der Gang auch schön designt. Wunderbar. Das Ding kommt weg. Mag ich gar nicht, wenn da einfach so ein Knubbel drin ist. So, jetzt haben wir hier auf der Seite eigentlich alles. Ja, bis die unterste Ebene müssten wir eigentlich machen. Komm, das versuche ich jetzt wirklich, dass ich irgendwie die unterste Ebene darüber baue. Alter, und es ist wirklich, es brennt sogar der Stahl weg. Okay, gut. Dann kann man in Lava offensichtlich nichts machen. Na, ist egal. So. Und jetzt ist nur ganz wichtig. Muss ich schauen, dass ich das irgendwie schaffe. Dass die... Weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Dass die da nicht runterfallen. Na gut, ich meine, wenn normalerweise, wenn die... Ah, sehr schön, jetzt holen die da das Stahl wieder rauf. Gut, dann machen wir aber zumindest so... Dann ist zumindest, weiß ich nicht, ja. Besser als nix, ne? So. Ich weiß auch nicht genau, warum, dass ich diese Ebene jetzt noch mache, aber irgendwie finde ich, sollte ich es... Nee, okay, es ist da unten auch. Es brennt da unten auch noch alles weg. Okay. Dann machen wir so. Obwohl, komm, wir lassen das einfach... Was war das? Achso, jetzt haben die Spinne getötet. Naja, dann machen wir einfach zu, hilft dir nichts. Aber damit die Drachen reinkommen, lassen wir da einen Klumpen offen da hinten. Weil Drachen sollen schon reinkommen. Wegen Münzen wäre es, ja. Es ist nur echt ein bisschen doof jetzt hier, weil es kann passieren, dass da alles runterfällt. Ja? Was wir mühevoll abernten. Auch Mithril, falls noch da ist. Ich meine, will ich das jetzt hier, genauso wie dieses Buch, da ist jetzt gerade runtergefallen, das ist nicht schön. Oh. Machen wir da ein Doppelportal. Aber das kann man leider nicht verhindern.
Drum ist auch das Abernten dieser untersten Ebene echt nicht so lukrativ in Wirklichkeit. So, da ist noch was Unbekanntes. Und im wirklich... Oh, da liegt noch ein Buch. Und da fehlt noch eine Fackel. Ach hey. Und da auch noch. Schlampig, schlampig, liebe Zwerge. Jetzt könnten wir... Da ist noch ein bisschen Unbekanntes. Ist da noch... Vielleicht haben wir da noch... Ach, da ist sogar noch so ein Gang. Ach Gott, ernsthaft. Ja, und das ist genau das, was ich mir dann denke. Nicht den Drachen töten. Könntest du bitte abhauen, Zwerg? Das ist genau das Blöde, dass die dann einfach da runterfallen in die Lava. Ja, und die kommen da dann nicht mehr hoch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das genau geht, ja. Aber es geht offensichtlich ja trotzdem irgendwie. Komm, eigentlich ist mir... Weißt du was, komm, eigentlich ist mir lieber... Nee, wir müssen das jetzt machen, weil jetzt habe ich hier den Teleporter. So, da ist ein Loch offen, okay. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt ja doch irgendwo Mithril-Klops raus. Ja, Mithril-Klops. So, 2 Mithril-Barren brauche ich noch, damit ich noch ein Mithril-Schwert machen kann. Damit wir da dann schön fertig sind. Ja, und der hält demonstrativ seine Waffe da so frontal vor sich gerichtet. So, irgendwo werde ich angegriffen. Da oben, das ist okay. Stimmt, ich wollte ein paar... Oh Gott, ernsthaft. Zombies! Tötet die Zombies! Ja, so richtig schön mit Waffengewalt getötet. So gefällt mir das. Amerika! Was? So. Und dann hier... Komm, ein paar. Ich habe nicht genügend Mana, um die Wisps einzusetzen. Das ist ja wieder mal ganz, ganz typisch. Ja, müssen wir wieder hier ganz viel der Mana-Tränke nutzen. So. Ach toll, jetzt sind da alle... Ja klar, jetzt sind alle Zwerge da rausgelaufen. Das... Moment, hier sind ganz viele Vögel. Das ist gut so. Weil die muss ich ja alle mitnehmen. Wegen den Federn wäre es, ne? Ja, ich erreiche sie nicht. So, jetzt habe ich einen wieder abgewählt. Leute, lauft da vorbei. Tötet doch die Vögel bitte, wenn ich sage, ihr solltet sie töten. Wollt ihr nicht, oder? Okay, nee, warum wollen sie nicht? Na gut, dann kann ich ja wohl eh nichts machen. Super. Ganz toll, Zwerge. Ich mag es, wenn ihr das macht, was ich will. So, hier kommt Wasser sammeln und Reis ernten. So, und wie sieht es jetzt hier unten aus? Eher nicht so, ne? Gut, ich würde sagen, lass mal einfach mal hier. Das ist nicht so lukrativ. Das ist nicht so lukrativ hier. Ach, oh. Guck mal, hier haben wir ja noch... hatten wir ja noch so eine Tür, die wir noch schön machen müssen. So. Bitte einmal schön machen. Ach ja, und jetzt muss ich gucken. Kein Ort zum Trainieren, ja, das weiß ich. Jetzt muss ich die wieder... Hier die bessere Munition wieder... Das ist ja witzig. Okay, die haben die Brandmunition offensichtlich ja schon wieder ganz aufgebraucht. Und genauso wie sie die Silbermunition ganz aufgebraucht haben. Okay. So, einmal da weg. So, und dann einmal... Da weg. Ich höre auf euch, Leute. Was sagt ihr da dazu? Ne? So, du bekommst hier ein Mithril-Schwert. So, und einmal da weg. Passt, okay. Und dann zerlegen wir kurz jetzt mal ein paar Sachen noch, damit ich das jetzt alles mal ein bisschen wegbekomme aus dem Inventar. Weil mein Inventar klumpt zu mit lauter Geraffel, das kein Mensch braucht. So, wie zum Beispiel der Skelettsäbel. Das Gute ist, bekommen wir zumindest ein bisschen Eisen raus. Und ein bisschen Silber und damit können wir wieder ganz tolle Sachen machen. Hier Gold sogar. So. Und aus Eisen können wir mit der Substanztransformation ganz viele tolle Sachen machen. Schwert des Drachenkrieges, das ist ja ein Wahnsinn. Lauter tolle Sachen liegen hier rum. Die Kübel kann ich glaube ich nicht zerlegen. Nee. So, hier noch so lustige Helme. So. Kampfhelm, ja, es kommt jetzt alles nicht so tragisch weg damit.
glaube, ein Zwerg hat aber eine richtig schlechte Rüstung, oder? Bilde ich mir das nur ein. Passt gut, dann haben wir jetzt mal halbwegs. Oder hat einer... Stimmt, der hat Silberzeug. Ach, hey. Gut, dann sollten wir zumindest Drachenkriegerzeug machen. Ist jetzt blöd, jetzt habe ich, glaube ich, gerade irgendwas Drachenkriegermäßiges zerlegt, oder? Helm des Drachen... Oder schaffe ich es aus Mithril? Nee, komm, bitte. Einmal Helm des Drachenkriegers und einmal Kyras des Drachenkriegers. Okay, passt. Jetzt habe ich kein Gold mehr, super. Jetzt war ich so froh, dass ich da so viel Gold rausbekomme aus meinem Zeug, was ich hier verkaufe, aber dann offensichtlich ja doch wieder nicht. So. Komm, hier bitte noch die Löcher ausfüllen, damit ich da die Fackel hinsetzen kann. Ich wäre euch sehr verbunden, Zwerge. Ich wäre euch sehr verbunden, Zwerge. Ja, gut, ich sag mal nix. Das, ja, Portal könnte man nutzen. Ne? Ist jetzt nicht Pflicht, aber könnte man nutzen. Hat viel Mana gekostet. Ja, aber, naja. Kommt den bitte. Oh. Ja, da kommst du sicher durch, Zwerg. Das geht garantiert. Ja, also da, wow. Könntest du ein bisschen schneller laufen, Zwerg? Nein, ich will nicht. Ich habe keine... Du hast Erde da drin. Jetzt setz doch bitte diesen blöden Klumpen dahin. So, danke. Jetzt bekommt ihr auch was zu essen. So, einmal da. Spiegelei. Hühnerschenkel. Brot. Noch mehr Brot. Steak. Und das Ding. So, sehr schön. Gut, Fangeisen. Packen wir da hin. Ah, dass die immer da so einen Erdklumpen rausgraben müssen. Finde ich ganz fies. Der arme Shopbesitzer, der hat sicher immer richtig Angst, wenn die kommen. So, und Abwehrtürmchen. Brauchen wir natürlich auch. Komm, machen wir gleich wieder. Passt. Oh, ich weiß nicht. Ich habe schon wieder kein Eisen mehr. Na gut, komm, ein bisschen was. Und ein Mithril-Schwert geht sich auch noch aus. So. Wo sehen wir denn? Da sehen wir einmal Mithril-Schwert. Super. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir die letzte... Gut, dann müssen wir eh auf zweimal... Boah, da unten, das ist ja unbegreiflich hier, so viele Spinnen. Machen müssen wir eh auf zweimal gehen. So. Vielleicht, wenn wir Glück haben, bekommen wir ein bisschen Mithril-Staub raus. Was auf jeden Fall da ist, ist haufenweise Gold. So. Wie, ich werde wieder wo angegriffen? Oh, ich werde wieder angegriffen. Ach, hey. Und dann hauen wir gleich wieder den überhaupt nicht teuren Eiszauber rauf. Ja, warum auch nicht. So, habe ich denn jetzt schon? Ja, habe ich schon. Wo ist denn der jetzt mit dem lustigen... Jautau-Schwert, genau da. Nee, ist das Schwert des Drachenkriegers. Okay. Zack, ein Mithril-Schwert. Viel Spaß damit. So. Also es ist eh... Ach, ich habe noch voll... Ich bin ein Trottel. Ich habe noch voll viel mit Silberrüstung, sehe ich jetzt gerade. War toll. Ja, gut. Ich sag mal nix, Leute. Ich war nur leicht verwirrt. Ich habe echt noch voll viel mit Silberrüstung. Also das alle Mithril-Rüstung, das würde sich niemals ausgehen. Ja, ich werde wieder irgendwo angegriffen, ist okay. Ich habe keine Ahnung, wo die Zwerge sind. Ich will eigentlich hier abbauen, aber naja. Scheint, das haben die keine Lust dafür. Dazu, ne? Nein, nicht unten setzen, oben, danke. Ich höre Schafe, das ist ein gutes Zeichen. So, ganz viel Gold. Wunderbar. Vielleicht schaffe ich es ja doch mit Substanztransformation und so weiter, dass ich noch ein bisschen mehr Mithril mir sammle. Ach, das ist ja schön, da ist ja noch eine Tür. So, gleich mal hier alles wegreißen. Weil die Tür werden wir gleich aktivieren, klarerweise. Oh, die Portale sind schon wieder aus. So.
hier die Rückwand alles rausreißen. Weil da kommen, wenn wir es neu machen, dann machen wir schon sauber. Ich glaube, ich mache jetzt einzelne Portale in Zukunft, die nicht da und doppelte Portale. Komm, mach die Maschine bitte kaputt zuerst. So, ne? Bald hin, das Ding. Wunderbar. So, dann dürft ihr da auch gleich mal weitergraben, während ich hier versuche im Inventar. Oh, was hat jetzt hier so gerumpelt? Was war das jetzt gerade? Muss ich Angst haben? Oh oh. Irgendwas hat hier arg gerumpelt. Ich weiß nicht, was das war. So, ich brauche im Moment, was brauche ich eigentlich? Ich brauche das Ding. Genau, das Ding brauchen wir einmal hier. So, dann einmal hier diesen Blitz. Und einmal hier diese Y-Rune. So, wunderbar. Und ein bisschen Erde brauchen wir. Und da brauchen wir ein neues Portal. Ah, jetzt habe ich schon wieder ein doppeltes gesetzt. Verdammt. Ich werde das nie gewohnt werden, dass ich keine doppelten setzen soll. Sondern nur einfache. So, mach bitte die Tür auf. Ah, schön, die Tür öffnet sich. Wunderbar. So. Und bitte Struktur. Konstruktion entfernen. Danke. Dass alles schön sauber ist. Ach, die Steine, die da rausfallen, das ist nur ein optischer Effekt. Das sind gar keine Steine, merke ich gerade. Okay, na gut, dann ist das ja irgendwie ein bisschen doof. Ich dachte, ich bekomme da richtig viel Steine. Dabei ist das nur so ein Effekt. Okay, na gut. Da ist die Tür jetzt dann bald weg. Zwerge, das kann doch nicht so lange dauern. Ist doch nur eine Tür zum Rausreißen. Oh, ich komme nicht durch. Wo kommst du denn nicht durch? So, gut, die Tür ist weg. Hier, die Sachen kommen auch weg. Sehr schön. Ja, geht doch. Wunderbar. So, dann das noch und alles ist gut. Oh, Portal, Portal, Portal. Kommt fast mit dem Portalsetzen nicht mehr nach. Jetzt, weil ich Einzelportale mache. Was habe ich hier jetzt eigentlich? Boah, was habe ich da? Alter, Goldhelm. Oh. Zombie-Ring und Lebensring plus 1. So, haben wir jetzt noch irgendwelche, die Inventar-Slots frei haben. Komm, dann bekommst du Lebensring plus 1. Und du bekommst den Fertigkeitenring. Ja, komm, bekommst du den Fertigkeitenring. Haben wir jetzt sonst noch irgendjemanden hier? Zombie-Ring plus 1. Viel Spaß damit. Und hier Goldhelm wäre wahrscheinlich statt Silberhelm. Komm, du bekommst einen Goldhelm. Weil das Witzige ist, Goldhelme gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, von dem her ist es natürlich ganz, ganz lustig. Und wir haben, ach, wir haben, oh, Suppen. Pilzsuppen, die gibt es ja auch nicht eigentlich. Nein. So. Aber irgendwie noch kein Mithril gefunden, oder? Ah, Moment, Portal. Portal, guck mal. Und guck mal. Yay, Portale. Ich höre da schon wieder so haufenweise Insekten. Kann es sein, dass hier wieder irgendwo so eine Insektenplage ist? Ja, natürlich. Ach, hey. So, tötet alle. Und im Moment niedriger Gesundheitswert. Ach hey, da will sich einer offensichtlich von den Insekten töten lassen. Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich echt nicht zulassen. Weil tote Zwerge mag ich nicht. Ja, da passt. Oh, da ist Mithril. Ach hey, da ist wirklich Mithril. Aber wie cool ist das denn? Wir haben noch eine Mithril-Quelle gefunden. Wow, jetzt bin ich begeistert. So, mehr gibt's nicht. Also wir haben echt noch, da ist echt noch Mithril. Ich bin begeistert. Das ist ja schön.
Mithril. Wow. Ja, er weiß nicht, wie er durchkommt, ist aber kein Thema. Haben wir da echt noch Mithril gefunden? Ich bin begeistert. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist Mithril. Naja, gut. Müssen wir nicht alles mit Substanztransformation angehen? Dann wird es ja vielleicht doch noch was, dass wir alle gute Rüstungen bekommen. Ach nein, nicht genug Mana. Wie viel Mana-Tränke habe ich noch? 31. Ja gut, das sollte ein bisschen reichen. Aber natürlich, wenn ich hier dauernd so viel einsetze, wird es natürlich schwierig. Aber naja, so. Gut, oh, da oben, Moment, da fehlt auch was. Ein Portal und noch ein Portal. So. Komm, da setzen wir zumindest den Hintergrund, können wir gleich setzen. Das ist ja cool. Finden wir einfach noch eine Mithril-Ader. Wenn wir Glück haben, ist da nochmal Mithril drin. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber naja. Wird sich zeigen, ne? Nein, da nicht. Und so viel Gold ist auch hier. Oh. Moment. Warte, Zwerge. Die Portale kommen bestimmt. Ja, der Nachteil ist natürlich, wenn ich so wenig Portale setze, dass die Zwerge relativ oft dann einfach den falschen Weg zurückgehen, ja. Weil sie irgendwie meinen, es ist eh kein Portal mehr da, ich muss leider den normalen Weg gehen und dann sieht man da, dass die da immer alle irgendwo herumgurken. So, komm, nee, zumachen müssen wir dann nicht unbedingt. So. Moment, das möchte ich aber schon. So, komm, ich mach wieder Doppelportale. Es ist doch besser mit Doppelportalen. Echt. So. Weißt du was, eigentlich könnte man doch da die Wand da oben gleich zumachen. Weil was erledigt ist, ist erledigt, ne? Ist ja auch immer ein schönes Gefühl, wenn man Dinge fertig macht. So, okay. Da und da. Den Mithril-Klumpen da oben, den holen wir auch noch. Da oben ist noch eine kleine Mine, wie es aussieht. Boah, diese Spinnen da unten, die machen mich fertig. Ne? Dieser Riesengang voller Spinnen. Ich sollte die vielleicht raushacken irgendwann mal. Oh, da ist ja wirklich nochmal Mithril. Boah, jetzt bin ich... Jetzt ist... Wow. Alter. Das ist ja richtig viel Mithril. Also jetzt bin ich begeistert. Das hätte ich mir nicht gedacht. Diesen letzten kleinen Klumpen Schwarz, der noch da ist, auf einmal noch so viel Mithril. Das ist ja echt komisch. So, komm. Boah, richtig viel nehme ich. Guck dir das mal an. Auch noch. Alter, das ist ja echt richtig viel. Hä? Was ist hier los? Ja, komm bitte doch da warten, ne? Was? Ach komm, du wirst dich doch jetzt wohl nicht von dieser Spinne töten lassen, Zwerg. Das soll wohl nicht wahr sein. So, bitte einmal hier ran. Boah, wie viel Mithril ist hier bitte? Ich dachte mir schon, es gibt in diesem Level einfach viel zu wenig Mithril. Dabei ist hier schon extrem viel. Wir haben es nur nicht gefunden. Wow. Bin ich gerade ein bisschen begeistert, ne? Wo ist schon wieder niedrige Gesundheitswerte? Ja, fahr doch hoch hier. Alter. Das ist ja wie im Traum.
Gut, dann werden meine Zwerge doch alle schöne Rüstungen bekommen. Alter, guck dir das an. Wie viel ist das bitte? Ich check's echt nicht. Wow. Komm, da gehen wir noch durch. So, okay. Zack, 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 zack. Und da kommt auch eine Fackel rein. Wo werde ich schon wieder angegriffen? Natürlich werde ich da schon wieder angegriffen, ist eh klar. Was denn auch sonst, ne? Ja, nicht weglaufen, Zwerge. Ich brauche hier beim Mithril abbauen. Wir haben so viel. Toll, jetzt laufen echt alle weg. Wieso lauft ihr in die Richtung, Leute? Ich brauche hier. Weiß man nicht so genau, ne? Gut. Wo sind die jetzt wirklich alle? Ach, die Linie laufen jetzt alle da hinten irgendwo rum. Ich glaube, die wollen alle Bier haben, damit sie wieder ein bisschen schneller sind. Komm. Ne, wir machen einen Tee. Einen Tee und der Rest Bier. Ja. Mal sehen, ob die Freude damit haben. So, wunderbar. Ach, und jetzt habe ich auch hier 6 Abwehrstellungen. Die könnten wir natürlich auch dann eigentlich mal... 3. Da sind wir voll. 4. Schön, die Abwehrstellungen sind voll. Okay, super. Was? Monster aus der Tiefe, was? Möchtest... Wo sind wir da jetzt? Ach so, ach, wir sind da unten irgendwo, oder? Ist der rausgekommen? Ach, guck mal. Was ist denn das Tolles? Hat sich da so ein Viech rausgebaut aus der Tür. Ist aber okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich fasziniert bin, wie viel Mithril da noch ist? Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Ja. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber diesmal im positiven Sinne, ne? So. Alles rausgraben, gierig! So, komm, da können wir eigentlich auch gleich nach vorne. Aber lieber wär mir, wenn ihr hier das Mithril rausgraben würdet. So, und hier ein bisschen Fackel setzen. Wunderbar. Oh. Hier. Und da. Oh, dann das da, das da, das da. Weg da, ne? Und einmal da und einmal da und einmal da und auch mal da. Und dann da. Ach, ich habe schon wieder keine Portale. Ich habe schon wieder kein Mana, wollte ich sagen. Mana, 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 Mana. Ich gebe mir jetzt einfach alles. Weil die Chance, dass ich nochmal Level Up habe, ist relativ gering. Von dem her, ja, kann man ruhig das ganze Mana jetzt auch kaufen. Verwenden, meinte ich. So. Da glänzt noch Gold. Ja, schön, schön. Bin ich gespannt, wie viel Mana-Klumpen wir jetzt in Wirklichkeit haben. Da kommt, dann machen wir wieder zu. Ja, hier wäre schön, wenn wir uns fertig durchgraben würden. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, da auch nochmal Kochbuch. Schön. So, dann hier ein paar Fackeln setzen und kommt den einen Klumpen noch. Ja, danke, Zwerg. Zack, schön. Gut, da können wir dann zumachen und da oben haben wir jetzt auch alles. Okay, cool. Wir haben, glaube ich,
das ganze Mana gesammelt, was hier rumliegt. Oder rumlag. Na komm, dann machen wir gleich wieder zu. Ist dann für die nächste Runde. Für die nächste Graberunde gut, aber hier sind wir jetzt eigentlich gut durchdacht. Ach, und guck mal, da kommen haufenweise Drachen hoch. Na gut, dann. Moment. Doppelportal. Weil wir hier Drachen töten müssen. Und Spinnen. Ach, ich sehe gerade, es kommt. Das war jetzt ein bisschen doof. Es kommt nämlich gerade jetzt. Da kommt die Angriffswelle rein. Das ist ja. Das habe ich jetzt irgendwie komplett übersehen. Puh, das ist jetzt nicht gut, dass ich das jetzt komplett übersehen habe. Aber naja, hilft wohl nichts. Scheiße. Jetzt war ich so verwirrt vom Mana, dass ich wirklich die Angriffswelle übersehen habe. Eieiei, bitter, bitter. So. Gut, hier nochmal ein bisschen von dem da. Und da noch ein bisschen von dem da. So, und jetzt geht's los. Gut, der eine Drache wäre tot. Monsterportal geöffnet, das ist nicht schön. Also das ist schon schön, aber... So, wir sind wieder gerne auf dieser Seite bereit, hier ein bisschen zu verteidigen. Was? Der hat sich da einfach durchgekloppt. Alter. Ihr Fiesen! Tötet sie alle! Genau, wir dürfen die auf keinen Fall da in das Loch runterfallen lassen. Dass die da jetzt einfach generiert haben, diese bösen Monster. So, Moment. Einmal kurz Gesundheit checken. Ich sollte mir vielleicht wieder ein paar Heiltränke kaufen. Zum Glück habe ich sehr viel Gold. Der geht schon. Der geht auch schon. Der geht auch schon. Der geht auch schon. Hat der da einfach ein Loch im Boden reingekloppt? Das glaube ich ja nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht sollte ich da alles mit Stahlboden machen. Wäre wahrscheinlich geschickter, ja. Oh nein, jetzt sind die da hinten reingefallen. Das ist ja noch schlimmer. Wieso vernichten die mir jetzt gerade wieder alles? Irgendwie weiß ich nicht. Oh, niedrige Gesundheitswert. Moment. Moment, das müssen wir verhindern. So. Da. Und da. Und da. Zwei Tränke und da auch noch ein Trank. Und da auch noch ein Trank. Da und da auch noch ein Trank. Nein, die es wird alles vernichtet. Wo sind die Zwerge bitte? Warum laufen die jetzt nach... Ich verstehe. Achso, weil einige unten sind. Okay. Besser wäre oben Zwerge. Will ja nichts sagen. Ah, okay, jetzt sind auf der Seite drei Monsterwellen. Darum ist das jetzt ein bisschen schräg gelaufen, das ganze Thema. Jetzt auf der einen Seite drei Monsterwellen waren. Ja, gut. Aber auch nicht so tragisch. Ja, sie versuchen es zwar. Aber, naja. Ich meine, weit sind sie nicht gekommen. Was? Wie kommt denn... Hä? Wie kommt denn der da nach unten? Hat der sich irgendwo... Was? Wie kommt der Dicke da nach unten? Ich habe keine Ahnung. Wie kommt der bitte da nach unten? So, haben wir es jetzt? Ja, müsste es gewesen sein, ne? Heieiei, was war denn da jetzt los? So, Erde bauen, Erde bauen, Erde bauen. Und das Ding kommt weg. Da bauen wir dann auch Erde. Komm, ein paar Wimps, die ein bisschen zusammenräumen helfen. Gut, aber so schlimm ist gar nicht gelaufen, muss ich sagen. Bis auf das hier der komplette Boden eingerissen worden ist, naja. So. Aber hilft halt nichts, ne? Ein Abwehrturm kommt dahin. So, ich bräuchte ein paar Abwehrtürme zur Abwehr. Habe ich denn hier... Ja, ich habe wieder 6 gebaut. Okay, das passt gut. So, wie viel Mithril habe ich? 70 Mithril. Boah, da kann ich 45, 35 Bahnen machen. Wir machen mal 20 Bahnen. So, aber da unten haben wir jetzt da halbwegs alles. Ja, so halbwegs.
Stimmt, ich wollte ja Drachen töten. Habe ich ja auch, glaube ich, ne? Ein bisschen Drachen getötet, oder? Ich komme nicht durch. Ja, wo kommst du denn schon wieder nicht durch, Zwerg? So, bitte graben. Das kommt alles weg. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass da oben auch noch irgendwo ein bisschen Mithril versteckt ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Weißt du was, ich gehe da jetzt einfach auch rein, weil es egal ist. Wir müssen ja sowieso rein. Komm, dann machen wir da den da. Alles abreißen! Randale! So, bis auf die... Oh, ach, da kommt jetzt... Guck mal, da kommt einer raus aus der Tür. Oh, Bergarbeiter-Zombies. Das ist ja lustig. So. So, alles weg. Ah, schön, wenn das alles so schnell geht. Ja, nein, das nicht. Das ist okay. So. Alles wegreißen. Boah, liegen da jetzt Nägel und Zeug rum. Wahnsinn. So, und die Tür dürfen wir natürlich auch wegreißen. Tür bitte wegreißen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da schon wieder machen oder nicht machen. So, das Zeug kommt alles weg. Nein, bleibt hier, Zwerge. Ich setz doch eh ein Portal. Eieiei. So, Portal und Portal. Jetzt zumindest darüber schön alles machen können. So, und jetzt müssten wir da noch ein paar Bretter wegreißen. Man könnte jetzt irgendwer diese blöde Tür wegreißen. Entferne Konstruktion, danke. Gut, der ist da von oben durchgekrochen. Ja, keine Ahnung warum. Ach, Zwerge, ich mag euch ja. Prinzipiell. So, und jetzt hier schön alles nachsetzen. Dauert überhaupt nicht lange. So, die Bretter noch weg. Oh, das ist noch Glitzersteinzeug. Das muss natürlich auch weg. So, die Tür haben wir abgerissen, das ist gut. So, zack. Und da noch ein bisschen anderes Zeug. Und ich glaube, ich lasse hier ein bisschen Wimps für mich arbeiten. Bretter ersetzen. Ja, waren noch Bretter, okay. Zwerge, wo lauft ihr denn schon wieder rum? Hm? Doppelportal. 3 Wimps. Ich schmeiß das Mana jetzt einfach raus, weil ich habe so viel Gold. Ja. Kann ich mir alles leisten. Alles kein Thema. Oh nein. Er lebt im Überfluss. Ja, natürlich. So, das Ding weg. Und das Ding und das Ding. Und da kommt sowas ran. Machen wir hier nochmal ein Portal. Tada. So, oh, da können wir die Fackeln schon setzen, das ist schön. Und da. Gut, ja, also haben wir jetzt hier die 3 Gänge durchgebaut. Fast fertig. Wir haben dabei noch eine übertrieben große Mithrilader gefunden. Ich glaube zwar, das wird da nicht nochmal sein, aber da ist zumindest ein bisschen Gold. Und Silber, also, ja, komm, besser als nix ist auf jeden Fall. Also ein bisschen was finden wir schon noch. So, komm, Zwerge, das müssen wir jetzt noch fertig machen. Steht hier nicht doof rum. Macht das bitte fertig. So. Das passt so, okay. Dann daran, daran und daran. So, und hier auch noch ein bisschen. Oh, da hat sich ein Wimp da durchteleportiert. Warum, apropos Teleportation, wo sind hier die Teleporter? Gibt's ja nicht, dass die schon alle wieder weg sind.
So viel verwendet ihr die ja gar nicht, Zwerge. So, komm, das kleine Stück hier müssen wir noch fertig machen. Mehr ist das ja eh nicht. Ich möchte, dass dieser Gang fertig wird. Oder ist genau der Gang? Ja, passt. Ach, haben wir doch glatt noch zwei so, halt eine so ein großes Mithril-Vorkommen gefunden. Ich bin echt immer noch begeistert. Es kann sogar wirklich sein, dass wir da echt noch rüstungsmäßig recht gut weiterkommen. Na kommt. Ach, ist der Tele... Okay, Teleporter sind schon wieder leer. Ist okay. So, und zack. Was? Bitte weg damit. Juhu. So. Ja, aber, liebe Leute, wir werden heute mal nicht so arg überziehen, denn dann können wir nächstes Mal noch eine finale Folge machen von Craft the World in der Season Nummer 5. Dann werden wir das Portal betreten oder vorher natürlich noch hier fertig abernten, unsere Zwerge fertig ausrüsten. Und dann wird die nächste Folge dann episch oder auch nicht. Mal sehen. Ja, aber... wir werden es für heute lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Ja, die Zwerge wissen nicht, wie man da durchkommt, aber das ist eh nichts Neues. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Craft the World. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.